Land in Sicht ist eine großartige Gelegenheit, den Bürgern, den Gästen des Landes ein sehr breites Spektrum künstlerischen Schaffens im Land zu präsentieren. Die Kunstsammlung des Landes Mecklenburg-Vorpommern umfasst inzwischen nahezu 3500 Einzelwerke. Wir kaufen dafür in etwa pro Jahr 10 Künstlerinnen und Künstler an und so wächst diese Sammlung also kontinuierlich fort. In diesem Jahr zeigen wir also die Ankäufe aus den letzten 3 Jahren, insgesamt 132 Werke. Einmal ist es das Profil der Regionalität, wobei Regionalität ausschließlich zu verstehen ist, dass Künstler gesammelt werden, die zum Land gehören, in irgendeiner Weise, indem sie hier leben, indem sie hier studiert haben, indem sie Lehre an der Hochschule gemacht haben, inzwischen vielleicht längst schon wieder woanders leben. Regional sind diese Künstler nicht von ihrer Qualität. Also sie gehören in den nationalen Kunstdiskurs. Und dabei gucken wir sowohl auf junge, vielversprechende Talente, aber genauso eben auch auf gestandene Künstlerinnen und Künstler des Landes, die wir gerne auch begleitend über mehrere Jahre in ihrem Schaffensprozess abbilden wollen. Wenn man diese Sammlung ein bisschen betrachtet als das, was sie ja im Kern ist, eine Langzeitstudie zu Kunst und Kultur in diesem Land, dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Künstlerin oder der Künstler am Ende sagt, ja, mit diesem Werk, mit diesem Film, mit dieser Fotografie ist mein künstlerisches Schaffen abgebildet. Also der jährliche Ankauf ist für das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ein ganz zentrales Element der Einzelkünstlerförderung. Und diese Triennalen, also bis jetzt haben wir es alle 3 Jahre gemacht, ist auch die große Auftrittsmöglichkeit dieser Sammlung. Eine Herausforderung bei dieser Ausstellung war auch, dass sie an 2 so unterschiedlichen Standorten stattfindet. Die Tradition dieser Ausstellung Land in Sicht ist eigentlich die, dass wir ursprünglich in dem riesigen Schloss Güstrow immer komplett die Ausstellung zeigen konnten. Aber Schloss Güstrow wird saniert und steht von daher nicht zur Verfügung. Und insofern hat das Bildungsministerium nach 2 Ausstellungsorten gesucht, die verschiedener nicht sein können. Zum einen ist es Schloss Bodmer, der barocke Pferdestall, und es ist diese hochmoderne Museumsarchitektur in Ahrenshoop. Und nun musste man natürlich überlegen, was geht nach Bodmer und was geht nach Ahrenshoop.
Und die Überlegung war tatsächlich auch nur eine rein ästhetische. Also alle Werke sind ja vom Land angekauft worden und sie sind aus Steuergeldern angekauft worden. Insofern ist es auch eine gewisse Rechenschaft gegenüber der Öffentlichkeit, für welche Kunst hat das Land Geld ausgegeben. Aber es ist auch immer so ein Stück Stolz zu zeigen, schaut mal, wie viele interessante Positionen wir in diesem Land haben.